Leute, ich habe einen Staubsauger am Start. Wir können anfangen mit Luigi's Mansion 3. Willkommen hier zum neuen Spiel. Und ich muss gar kein Profil auswählen. Okay, alles klar. Ja, moin hier an Retimix, Gamertoad, Timix, du schon mal hier am Start. Logo-like, moin. Heute mal mit Cam, es wird gleich ein bisschen heller hier. Es wird gleich heller, wenn wir anfangen, wenn hier mal Bild ist. Dann wird es ja auch heller, Leute. Ich habe eigentlich extra nicht so hell die Helligkeit gemacht, weil ich mir dachte, das passt mehr zum Spiel. Obwohl, jetzt ist es schon ziemlich hell. Okay, passt schon. So, erstmal moin hier an Lukas, the Noob, Servus, Konizo am Start hier. Trace, hallo. Hi, Louis, ja, ich bin fast Louis. wo hast du... Ah, ich muss mal hier, warte. Ich muss mal rumbauen. Mein Mikro ist noch in Afrika. So, hallo Mikro. So, wir schaffen das, Leute. Daumen hoch auf jeden Fall. Ja, und hallo Konstantin. Servus. Moin. Ja, ich freue mich riesengroß, Alter. Wo hast du denn das Spiel noch bekommen? Von einem Laden. Ah, jetzt muss ich auswählen, okay. Ja, Story. Ah ja. Neues Spiel, in der Tat. Ja. Hä? Neues Spiel, ja. Ja, wunderbar. Ey, sorry, ich gehe wieder. Würde gerne zuschauen, aber will mich nicht spoilern lassen. Alles klar. Ich mache kurze Pause vom Spiel und gönne mir den Anfang deines Streams. Okay. Kann wieder nicht reden, Alter. So, Prost erstmal, moin. Bei mir hier seht ihr das Spiel in richtig guter Grafik. Schöner Kontrast. Hallo Mario-Fan Mario. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich es kaufe. Okay. Wir schauen da heute mal rein, Leute. Ob das Spiel... Na gut, es ist geil. Also ich habe schon gespielt, ne? Mal gucken, wie viele Leute heute am Start sind. Da viele nicht gespoilert werden wollen, denke ich mal nicht so viele. Mal gucken. Jetzt geht aber komischerweise gerade die Zuschauerzahl im Sekundentakt runter, warum auch immer. Alles klar. Dann tschüss. 8K Grafik exklusiv abused, genau. Dario, moin. Oh, der Hund, ich mag ihn sehr gerne. Ja, Luigi macht ein Abenteuer. Er macht eine Reise in ein schönes Hotel. Mit seinem Hund. Die Toads sind die Busfahrer. Oh, der Hund. Voll süß. Ah, das Intro ist so toll. So ein tolles Intro. Und der Toad fährt auf jeden Fall richtig gut Bus, muss ich sagen. Ein richtig toller Busfahrer. Kann nur bis zu einem bestimmten Punkt im Spiel gucken. Ah, ja. Moin, Servus, mal. Hallo, Bela. Moin. Oh, der Toad. So viele Geschenke. Was los? Ah, ich finde die Toads toll. Und Luigi ganz vorsichtig aus dem Bus raus. Hallo, Sedos. Servus. Und der Hund. Der Hund. Hey, Louis. Ich bin nicht Louis. Der Hund. Ah, ich mag ihn. Unser neues Luxushotel. 6 Sterne auf jeden Fall. Mhm. Das Spiel ist echt gut, ja. Oh ja. Und damit geht's los mit Luigi's Mansion 3. Komischerweise sind wir die einzigen Gäste. Also da steht einfach nur ein Bus und mehr ist da einfach nicht. Ich hasse es, wenn es so dunkel wird, Alter. Kannst du bitte hell bleiben? Pius, wo ist der Staubsauger? Der Staubsauger ist hier am Start. Ja, Mann. Der heilige Staubsauger. Wir brauchen ihn auf jeden Fall. Dringend. Die Steuer wird dich bei der Way noch abfacken. Na, denke ich nicht. Da ich das Spiel bei Nintendo schon gespielt habe, Nico, kenne ich sie schon ein bisschen. Hallo Kartoffelroder. Servus. Ah ja. Okay, rennen können wir anscheinend noch nicht. Alles klar. Hallo Mario. Servus. Er isst einen Kuchen, ganz entspannt.
Und da ist der Hund. Sehr schön. Doch, die stellenweise echt schrecklich. Okay. Okay, mehr passiert da gar nicht. Der Hund hat Hunger. Ich habe auch Hunger. Gut, ich habe ihm was gegessen. Passt schon. Allein dieser Anfang hier ist schon mega geil. Maus ist kuchensüchtig. Ja, ich auch, ey. Allein der Anfang ist schon ganz geil. Was steht da denn Schönes? Er geht zum Schild hin und geht erstmal gleich wieder zurück. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Hier ist ein unvergesslicher Aufenthalt garantiert. Oh ja. Ah, sehr schön hier. Hallo Peach. Ich sehe gerade die VIPs. Haben jetzt so einen schwarzen Balken. Sehr schön. Hallo Mario, Kirby, Servus. Hallo Peach. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Ja, ich finde es auch sehr geil. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Schon wieder gewonnen? Das ist kein gutes Zeichen. Warum sollte man jemanden gewinnen lassen? Naja. Das ist die geilste Stelle. Ich habe noch nicht viel vom Spiel gesehen, aber das ist hier richtig geil. Mit den Toads. Das ist sehr geil. Aber Prinzessin Peach das ganze Zeug wirklich braucht, das sie gepackt hat? Frauen packen immer viel zu viel, Toad, weißt du doch. Ah, Luigi, was ist los? Ah, oh nein, er ist im engen Tal, Hilfe! Ja, der Toad hat ein Problem. Hallo? Ah! Mein Kopf steckt im engen Tal! Ja, der Toad hat ein Problem, Leute. Im engen Tal, genau. Kann man dabei so machen. Es lässt sich nicht bewegen, oh mein Gott. So, können wir hier eine Pizza bestellen für Nico? Eine Pizza für Konnichiwa, bitte. Was ist denn das für ein Blick? Sehe ich da bei Beunruhigung? Ja, eine Pizza, bitte. Keine Sorge, die Pizza ist sofort da. Unser Personal schickt sie dir vorbei. Alles klar. Eine Pizza für Nico. Hallo Hund, was geht? Er riecht da irgendwas. Riecht da eine Pizza? Anscheinend kann es erst morgen spielen. Jo, morgen ist ja auch der Release. Okay, da ist einfach gar nichts drin, alles klar. Entspannt. Hab's digital vorbestellt. Ui. Ja, ich wollte es unbedingt eigentlich im Laden kaufen. Hab zum Glück Glück gehabt. Wir gehen da hinten mal hin. Was macht ey, Junge, dass der nicht rennen tut, ne? Das macht mich gerade fertig. Der geht im Schneckentempo. Servus. Entschuldige wegen der Unannehmlichkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend außer Betrieb. Ah ja, kenne ich. Mit Rolltreppen, die noch immer Schrott. Im Einkaufszentrum, diese Rolltreppen manchmal sind einfach immer Schrott, ey. In einem Einkaufszentrum ist das echt immer der Fall. Da gehen die gefühlt zu 10%. Ganz belassen. Ich kriege das immer einen Tag früher. Oha. So, ich würde sagen, wir melden uns mal. Also erstmal mit Peach reden, ganz wichtig. Ah, ne, hatten wir schon. Da haben wir ja schon geredet. Ja, schön. Die freut sich auf jeden Fall. Ja, den Randa mal. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? In der Tat. Thank you. Thank you, ah ja. Unser Mediamarkt hat es nie früher. Ja, meiner meistens auch nicht. Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Servus. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Moin. Es freut mich so sehr, dass wir gekommen sind. Ah ja. So, Prost dir erstmal. Krieg ich eine Apfelschorle von dir? Ja, natürlich. Okay, super. Gehen wir doch erstmal zu den Zimmern. Machen wir das. Und das Gepäck. Um das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Gönn dir. Amazon hat mir mal ein Spiel eine Woche früher geschickt. Als ob. Als ob. Hahaha, bei VIPs gehört das selbstverständlich zum Service. VIP, Leute. Ganz wichtig. Genauer gesagt bekommen VIPs ein so erstklassiges Rundum-Paket, das ihnen Hören und Sehen vergeht. Was machst du da eigentlich? Übertreib halt komplett, aber okay. Was ist los bei denen, ey? Gehen wir? Ja. Oh, die Toads, voll süß. Alle im Fahrstuhl. Da passt auch nicht mehr viel mehr rein. Sehr voll da auf jeden Fall. Und ab in den
keine Ahnung, fünfter Stock, ja, nehmen wir an. Deren Blick, ne? Also, da muss ich los. Ah, die Toads sind so süß, die Toads sind so süß. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer eingerichtet, die richtig geil sein werden. Sehr gut. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Haha, ja, auf jeden Fall. Das sind die Toads süß. Was? Das sind die Toads aus Wii U, genau. Tschüss. Okay. Bye. Peach so. Tschüss. Tschüss. Night, night. Oh, der Hund ist geil. Der Hund ist geil. Sehr geil. Oh. Oh, ist das schön. Was gibt's jetzt zuerst ein Schönes? Hallo? Gar nichts. Belastend. Spoiler, Pius hat die Pizza-Berechnung nicht bezahlt. Ja, kann sein. Oh, ist das schön hier. Hallo? Hallo? Mach mal was hier. Genau, mach alles auf hier. Sehr gut. Sehr geil. Ah, es ist echt schön. Ist echt schön. Aus Spoiler, Marios Zimmer ist mein Zimmer. Warum? Wirst du gleich sehen. Ah ja. Erstmal aufs Klo, Leute. Wenn man irgendwo ankommt, erstmal aufs Klo gehen. So. Der Hund genauso. Da ist das Klo, Junge. Ja, das ist ein Goldklo. 100% Goldklo. Erstmal Hände waschen. Kommt gar kein Wasser raus. Belastend. Dann gehen wir duschen. Oder baden. Geh da hin. Manchmal macht er das nicht so wirklich. Okay. Okay, jetzt müssen wir unser Gesicht waschen, Luigi. Ganz wichtig. Nee. Oh, der ist süß. Wir können in dir sein. Ja, Mann. Im Geist einfach. Mr. Nintendo SG, servus. Weil Luigi ist der Endgegner. Ja, mal gucken. Ich hatte ja damals die Theorie, aber ich denke mal nicht, dass es sein wird. Also, ich denke da, das ist der offensichtliche. Ja, sehr geil hier. Was passiert jetzt eigentlich, wenn man jetzt rausgeht? Das würde mich mal interessieren. Oh, hier gibt es Tee und so, wie in Großbritannien. Hallo? Da kommen wir nicht durch. Was ist jetzt hier? Können wir rausgehen? Nee, geht gar nicht, okay. Wir sind gefangen, Leute. Wir kommen nicht aus dem Hotelzimmer raus. Oha. Ich möchte keine ersten Spoiler leben. Hast du es denn nirgendwo angesehen, oder was, Yasin? Okay. Hallo? Nein! Du musst aufs Bett gehen, Junge. Wie kommen wir denn? Was müssen wir jetzt hier machen? Aufs Bett oder? Jo. Wuff, wie wär's denn ausruhen? Ja, immer. Komm. Harten Tag. Ich glaube, hier ist es der Endgegner, genau. Eine Taschenlampe und ein Buch. Ich muss auch voll lange auf das Game warten. Wie lange der, Sarah? Der Hund kann reden. Ja, der konnte es im zweiten Teil nicht. Jetzt kann er es auf einmal. Ganz komisch. Auf einmal kann der reden. Pete, hallo. Servus. Oh, eine Runde schlafen. Ein bisschen schlafen. Gute Nacht, Luigi. Hau rein. Schlaf schön. Der schläft so schnell wie mein Bruder. Oh ja. So, dann schlafen wir schön. Ich trinke jetzt noch mal das hier. Apfelsaft ist das beste Leben. Oh mein Gott. Das war Peach. Hat sie gerade Spaß mit Mario? Das ist die Frage, die ich muss stellen, Leute. Luigi, wir müssen jetzt gucken, was mit Peach ist. Ob sie Mario eine harte Nacht hatte oder was da los ist. Erstmal machen wir den Schrank auf. Ja, es ist ja bald wieder 1. April, Kappa. Kann mal passieren. Unser Gemüse ist ein bisschen, war anscheinend fast abgelaufen. Ist jetzt ein bisschen kritisch hier alles. Mit dem rechten Stick können wir Luigi als Taschenlampen, die Taschenlampen einfach bewegen. Er kann sich so umgucken.
Links bewegen, rechts Taschenlampe. So läuft das hier. Und die Ballons können kaputt gehen, sehr geil. Wie gesagt, die Steuerung kenne ich schon ein bisschen von Nintendos A3 Demo. Da habe ich damals gespielt. Und ja. Mario kam in ihr Bett. Ja, glaube ich auch, ey. Das glaube ich auch. Ja, das Klo hat sich ein bisschen verändert, würde ich sagen. Sieht jetzt ein bisschen kritisch hier aus. Und ja, ich denke, wir spielen heute so die... Keine Ahnung, wie lange wir heute spielen. Und da die meisten es ja selber spielen wollen, habe ich mir gedacht, das nicht ganz durchzuspielen im Stream. Weil die meisten wollen es eh immer selber spielen. Aber dachte mir so, wenn ich schon vor Release habe, morgen kommt das Spiel raus, kann man die ersten mehr als Minuten ja mal im Stream machen. So... Weil ich bin ja kein Let's Player. Das würde ich auch nie schaffen irgendwie, ich weiß nicht. Dann müsste ich ja 50 Parts in einem Part, an einem Tag aufnehmen. Luigi, was ist das denn? Das ist ein Tresor oder so. Sein Blick gerade war geil. Das sieht aber jetzt nicht so schön aus. In einem Stream meine ich ja auch nicht. Nico, in einem doch nicht. Junge. Das Spiel auch genießen, entspannt. So. Ja, die Pflanze wurde auch schon ein bisschen nicht gegossen, würde ich sagen. Dezent. Das ist ein schöner Tresor. Nee, eine Klappe. Ja, sehr schön. Hier ist noch ein X irgendwo? Nee. Hier ist auf jeden Fall ein Zimmer von den Toads. Wo sind die Toads, Leute? Ganz wichtig. Wo sind die Toads? Ich muss erstmal an der Steuerung gewöhnen, die ist noch ein bisschen... Also, ich habe jetzt weniger als in der Demo an Möglichkeiten zu lenken, zu steuern. Dort hatte ich nämlich den Schreck weg und so. Ui, Sam! Hi, Pius! Dankeschön für 2 Euro! Ehre an dich! Danke dir! Ja, moin! Hi, Pius! Moin! Servus! Danke dir! 2 Euro Herzen im Chat, Leute. Ja, Mann. Können wir irgendwo rein? Oh, oh mein. Die Pizza, man kennt's. Die Pizza. Ja, nice. Mario, bist du bei Peach oder wo bist du? Toads Mansion, auf jeden Fall. Das sah eben aus wie Herzen, Alter. Irgendwie regt mir das auf, dass es hier so dunkel ist. Machen wir mehr Licht an, Alter. Obwohl, ich glaube, das wird gleich wieder heller. Mein Zimmer. Ja, das ist dein Zimmer. Oh ja. Das ist dein Zimmer. Ja, Mann. Sehr... Was ist denn hier im Schrank, frage ich mich. Ich werde nicht den ganzen Stream gucken, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Alles klar. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie lange wir heute spielen. Sorry, ich muss wieder gehen, alles klar. Hier ist einfach gar nichts, alles klar. Auf jeden Fall, hier hat Nico gehaust und ist wahrscheinlich einfach irgendwie gestorben oder so beim Essen. Und hat den Stuhl umgeworfen. Ah ja. Ja, sehr schick. Gehen wir weiter. Luigi, wir haben Angst, ne? Oh mein Gott. Was passiert hier? Es sieht einfach so geil aus und die Grafik ist echt der Hammer. Pius, du siehst anders aus, als ich erwartet habe. Ja, ich hab doch schon öfters gestreamt. Ich hab doch schon öfters gestreamt mit Cam. Was ist das da? Junge. Ah ja, nur die Zimmerzahl. Ja, Mario, bist du da drin? Nee, hier ist nicht Mario und Peach anscheinend. Wo sind denn die? Sind die weg? Liegt der Regenschirm aus Smash, ist da glaube ich, ne? Dieser Peach-Regenschirm, ja genau. Ist hier was drin? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ja, moin. Super. Toilette? Ja, kommen wir gar nicht rein, schade. Wo seid ihr alle? Hallo? Okay, das Bett sieht so aus, als wäre da heute noch nicht so viel gegangen. Schade. Da war ein Geld. Oh, ein Euro.
Sehr geil. Ja, irgendwie sieht es hier so aus, als wäre hier noch nicht so viel gegangen heute in der Nacht. Schade. Da ist ein Tee. Sehr nice. So, und wir mal gucken, was uns jetzt... Oh, da kommt wer. Peach, bist du es? Mit Mario? Ja, mal gucken. Wo soll ich die Putzfrau hin? Die soll mal sauber machen, ey. Das sieht ja aus, als ob eine Bombe eingeschlagen ist. Ah! Kann ich mich ja sofort beschweren. Das ist ja alles nicht so sauber, ne? Alles ein bisschen dreckig, ne? Weiß Bescheid. Ah, unser am meisten geschätzter VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Hallo. Jetzt kommt das Finale, genau. Gleich Spielende. Ist mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung? Die Einrichtung ist dein letztes Schrein, nicht wahr? Auf jeden Fall. Mhm. Die Grafik ist so geil. Ah, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Ganz einfach. Okay. Es gibt da jemanden, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel, dich hier einzuladen. Wer könnte es sein? Waluigi! Ich bin ein riesiger Fan von ihm, deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Luigi. Dich! Ganz genau, Luigi. Und dich und niemand anderen. Oh. Hoffentlich bist du bereit. Ja, Mann. An dieser Stelle sind viele Game Over gegangen. Alles klar. King Buhu! Oder König, ja. Oh, überrasche, Luigi. Ich bin es, König Buhu. Dieser alte Chaos hatte mich ja in seinem Labor eingesperrt. Du meinst Professor Igitt? Ja. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst. Aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Oh mein Gott. Leute, ist das der Endboss? Was für ein Rachefeldzug? Naja, die Frage lag nah. Das erkläre ich dir gern. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Innovativ? Hast du noch nie gemacht, ne? Die Augen sehen so geil aus. Oh ja. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Oh ja. Mario, Toad! Die Toads! Oh, no. Die Toads! Nein! Wie guckt die da hinten bitte? Boah, wie gefällt dir das? Absolut umwerfend, gib zu, nein! Ach, und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dein verschrecktes Gesicht auf. Oh nein, wir kommen jetzt in den Bilderraum, oder? Ah ja. Leute, jetzt kommt der Endboss. Mr. Party, servus! Der Endboss, Leute! Renn, Luigi! Kann ich hier irgendwas falsch machen? Oh, Junge! Renn! Kann ich zurücklaufen? Ja, kann ich! Kann ich sterben? Das Spiel ist aus, hab doch gesagt, Finale. Ja, jetzt ist halt Ende. Geh da rein, Junge! Eieieiei. Jetzt ist das Spiel leider zu Ende, Leute. Das war's, Leute. Tschüss. Bin weg. Oh. Doch noch nicht zu Ende. Krass. Ich dachte, es ist schon zu Ende. Aber Leute, jetzt geht's erst los. Jetzt geht's erst los. Wo landen wir wohl jetzt? Kein Wunder, dass der Preis genau Ehre. Von 3WC Gameplay, servus. Oh, der Hund. Der Hund. Wo sind wir denn jetzt? In der Badewanne? Ah, in der Wäschekammer eher. Ah ja. Ist das hinten Goldbahn oder was blinkt da so? Da liegt Geld, oder? Was geht jetzt hier ab? Hallo?
Ah ja. Ist da was? Geld! Und irgendwas anderes. Was ist das denn? Ich habe leider noch keinen. Ich habe noch den Staubsauger. Den Schreck weg habe ich noch nicht. Hallo? Geld! Geld ist sehr gut, oder? Kommt da was raus? Nö. Doch Wasser. Ey, das Setting ist ja mal sehr geil. Spinnengewebe. Ey, ich finde das ja mal sehr geil hier gerade. Ich mache mir gerade Locken, gönn dir. Das ist kein Hund, das ist ein Doggy, laut Mari. Ja, Doggy-Hund ist doch dasselbe. Oh. Oh, das ist das neue Outlast. Das ist echt ein Horror-Game geworden. Oh, Leute, ey. Gleich kommt irgendwie so ein Freak oder so. Hallo? Hallo, da ist der Doggy. Doggy, wo willst du hin? Ist denn da oben was? Überall liegt da Geld. Ich komme aber nirgends voran. Sehr belastend. Nirgendwo. Alles Wäsche, ey. Dann gehen wir weiter. Wann kommt denn das Kartoffel-Unboxing? Was für ein Kartoffel-Unboxing? Doggy, was machst denn du da im Müll? Hallo? Geld! Ein schönes Bild, oder? Ein Wald mit einem komischen Typen da hinten. Seht ihr den? Ja, den seht ihr. Okay, das ist echt ein Horrorspiel geworden hier. Hallo? Servus. Ich hoffe, alle Toads werden wichtig im Spiel. Oh ja, das wäre geil. Was geht hier? Ist das? Ah, das ist die Werkstatt. Die kennt man, glaube ich, aus dem Trailer oder so. Aber wo ist Professor Igitt? Wo ist denn der Typ, ey? Mäuse, ey. Das kennt man definitiv aus dem Trailer. Oh ja. Ah, wo ist Professor Igitt? Wo ist unser Doggy hin? Doggy, bist du hier? Du bist locker hier, oder? Im Fahrzeug. Da ist was. Hallo Doggy, was geht? Hast du Igitt gefunden oder so? Der hat irgendwas. Ah, da ist unser Schreck weg. Oh, ich finde die Stimme von Luigi ganz geil. Servus. Jetzt geht's los. Er freut sich. Doggy hat die Git gemacht. Ja, Mann. Beruhig dich. Ah, das Tutorial ist das jetzt. Ah, das hatte ich schon in der Demo. Das hatte ich in der Demo. Das war süß. Ah, sehr geil. Ja, die Stampfattacke macht man mit beiden Tasten. Er freut sich. Wuff! Hast du dir alles merken können? In der Tat. Aha. Aber das jetzt kenne ich nicht mehr. Jetzt haut er wieder ab. Ja, belastend, ne? So, wir gehen jetzt erstmal zurück, würde ich sagen. Na, ist hier noch irgendwas? Nee. Philipp Paper, Mario Maker 2, warum denn das, ey? Das ist doch viel cooler! Geld. So, wir holen uns unser Geld, Leute. Kann ich den betätigen? Ja, nice. Nein, das weiß doch jeder, dass Piercing geht. Auf jeden. Hallo Maus. Anblenden, warte mal. Junge. Gib mir dein Geld. So, kann ich endlich mal rennen, oder? Kann ich rennen? Oh. Ey, wie das klingt, ne?
Der Sound des Geldes ist ja mal richtig geil. Komm ich da rein? Nee, wie nicht. Hier ist doch eine Tür, oder? Wo ist denn da der Euro hin? Ganz komisch, aber okay. So. Einsaugen alles. Optimal. Es ist geil. Maus! Komm her. Geld ist wichtig. Da hat jemand was getrunken, da war jemand bei Magus oder so. Als ob! Mein erster Treffer im Game ist von der Maus, Leute. Geil. Daumen hoch, Leute. Geht's hier weiter? Na, ich muss sogar zurück. Oh Gott, ich dachte, ich muss da weiter. Toller Treffer, ey. Muss los. Wie spawnen die Gegner? Ja, anscheinend schon. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Bin ich doof? Ich finde gerade den Ausgang nicht. Hallo? Hä? Ich finde einfach den Weg gerade nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier, ne, oder? Nee. Ja, ganz komisch. Oh, Geld, hallo. Ah, da geht's weiter. Nee, ach, da ist eine Mau. Ah, da oben ist Geld. Komm zu mir. Moin und bei, lass mich nicht dazu spoilern. Ach, Gamer Toad. Was sind denn schon Spoiler? Dann bist du besser als ich. Ich bin gerade ein bisschen doof. Warte mal. Nee, fahren kann ich mit dem nicht. Money, money. Oh ja. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Nico! Nee, ich finde das schon. Kann nicht so schwer sein. Ja, aber ehrlich jetzt. Bin ich doof? Wo geht's hier weiter? Bin ich eigentlich geistig. Hier ist eine Garage, sehe ich jetzt erst so richtig. Bin einfach zu doof. Ah ja. Aber wo kam ich denn her? Ehre, Andi. Hallo, Herz. Bin zu doof. War der Schalter? Nee. Hat keiner eine Ahnung, wo es weitergeht? Hä? Ach, endlich! Ich hab die Tür gefunden. Warte mal, oben ist Geld. Sehr gut. Ich hab den Weg gefunden, bin so stolz auf mich. Optimal. So, servus. Und da können wir jetzt aktivieren. Ja, genau. Team Talk, genau. So, machen wir auf jetzt hier. Ah ja. Was ist das hier für ein Zeug? Hm. Hallo Pascal, servus. Machen wir auf. Pflanze. Ah, es ist der Lift. Ah ja. Wollen wir da wirklich runter?
Ich weiß nicht, wo soll ich hin? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Hallo? Ah, hier ist ein Automat. Da kommt einfach Geld raus. Ja, geil. Hier kommt auch Geld. Grüß mal meine Freundin Clara. Grüße, Clara. Was geht? Moin. Danke dir sehr für nochmal 2 Euro. Danke dir. Hast du das Spiel auch schon oder morgen erst oder so? Ui. Spinnengewebe muss weg, ganz schnell. Aber wo geht's jetzt? Was ist das denn hier? Oho! Da kommt ja richtig viel. Ich werde reich. Ja, Mann, ich kaufe es mir nicht. Oha. Warum denn das? Ja, geil. Richtig nice. Alles einsaugen. Wir müssen sauber machen, Leute. Das geht so nicht. Alles sauber machen. Oh Gott. Was ist denn hier los eigentlich? Was, hier geht's nicht weiter, oder was? Ernsthaft jetzt? Was? Ah ja. Findest du einen Hund? Richtig süß. Richtig geil. Ich frage mich gerade nur, wo ist Professor Igitt? Jetzt ist der Hund da. Hundi, helf mir, Doggy. Mach den weg. Ach, da. Macht Sinn. Ganz vergessen, die neue Attacke. Die Stampfattacke. Die ganz geil ist. Die Gilles ist gestorben, meinst du? Hm. Wo ist der arme Hund? Oh, ein schönes Bild. Ein schönes Bild. Hallo. Und jetzt sind wir im ersten Stock angekommen. Sehr schön. Da ist die Villa zu sehen. Beziehungsweise das Hotel. Was ist das hier für ein Raum? Ah, das ist immer wieder im Eingang. Ah, ja. Oh nein, Toad ist durchgestrichen. Toadie. Toadie. Hallo? Ist da jemand? Ein Geist! Unser erster Geist! Haha! Nimm den Staubsauger, Luigi! Wie ich! Wegsaugen! Oh, unser erster Kampf! Oh Gott! Einsaugen! Man kriegt gar keine Erklärung, wie das funktioniert, alles klar. Das ist ja interessant. Was ist das jetzt hier? Wo ist der Typ? Weiß ich! Nein! Der trifft mich nicht, der Typ. Ich bin Profi. Nein, Hund! Geh weg! Doggy! Er ist zerstört, Leute. Da kommt noch mehr. Hallo? Was geht? Ich finde den Beginn ja sehr interessant. Kein Tutorial, kein Igitt. Und es geht einfach los. Wir können beide einsaugen eigentlich. Hallo, saug ihn doch. So, rauf. Wir sind Profis. Bam. Ah, einfach Profi, Leute. Wir haben es geschafft, Doggy. Vielleicht. Ja.
Ah, sehr gut. So. Schleich auf den anderen Geist. Stimmt, kann man auch machen. Da ist ein Key. Können wir da ran? Wo geht der jetzt hin? Ah ja. Er guckt zu. Ah ja, du Kick, ey. Wie den. Ah, warte mal. Kann ich nicht aufmachen? Echt nicht? Okay. Hm. Anscheinend, das ist ein bisschen lächerlich, dass man da nicht reinkommt, aber okay. Das müsste eigentlich hochgehen, aber okay. Dann halt nicht. Auch okay. Ist da Geld? Ja. Ich sehe nix. Ja, überall Geld. Sehr schönes Spiel. Ich werde spielst du mal gucken. Mal gucken. Wie lange haben wir schon? Ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen hier? Ja, also mindestens eine Stunde. So. Als letzte Show. Ich denke, privat. Das dauert zu lange, um das Ganze durchzuspielen. Oh, eine Spinne muss los. Oh Gott, da ist sie jetzt auch noch. Aber sie gibt richtig, das ist eine Geldspinne. Ah ja. Was haben wir da nochmal gesehen? Nochmal reingucken. Das Kristall. Mit Bewegungssteuerung geht das übrigens. Da ist eine Maus. Ah ja. Aber was wir auf jeden Fall spielen werden demnächst, ist den Multiplayer-Modus, Leute. Den kann man online spielen mit euch. Das wird sehr nice. Oder mit Kunizo und so. Ich mag Geldspinnen. Ja, ich finde die auch geil. Betreten verboten, ah ja. Wie gesagt, den Multiplayer, den werden wir mit euch spielen, wenn jeder das Spiel hat. Mhm, guten Abend, Pius, hallo, servus. Ist der mit Freunden? Ich hoffe es, ich denke mal ja. Okay, gehen wir mal weiter. Mit dem geilen Fahrstuhl. Was ist jetzt los? Nimm den Schlüssel mit, Hund. Achso. Der Stampfattacke. Aber ich mag es gerade nicht, dass ich nicht rennen kann. Das nervt mich gerade ein bisschen. Man kann auf jeden Fall rennen. Lohnt sich das Game? Ja, also mir hat es auch auf der Demo, in der Demo, sehr viel Spaß gemacht. Und auch das hier ist schon sehr geil. Ich bin doof. Das vergesse ich irgendwie. Irgendwie habe ich da Demenz, dass ich diese Attacke auch habe. Ja, hallo, gib doch her. Das du nicht? Ah. X. Ah ja. Sehr gut. Alles einsaugen. Wir machen alles sauber hier. Ui. Habe ich einen verpasst? Okay. Wie viel Geld ist das bitte? Ja, moin. Easy. Sehr gut. Ja, bestes Spiel auf jeden Fall. Hier gibt es so viel Geld. Optimal. Gibt es hier noch was Schönes? Es klingelt einfach einer. Hallo. Servus. Ah, wollen Sie eine Pizza? Ah, der will eine Pizza. Ah, ja. Ah, ja, das war bestimmt Kunitz oder so. Kann ich da rein? Nee. Geld! Wir machen alles kaputt! Du kannst einfach alles einsaugen in diesem Spiel. Und schießen. Ah, Kürbisse, kommt her. Es ist geil. Da ist noch ein Kristall.
Also so geht das nicht. Ich komme hin da ran. Hinter der Tür steht ein Bild. Welche Tür denn? Komm hin da ran. Hm. Hm. Pius, du zahlst eigentlich die 1000 Euro Tiefkühlpizza. Ja, genau. Oh, oh. Ui. Aber wie ich da jetzt an den Kristall rankomme, weiß ich gerade noch nicht. Aber es ist so geil. Luigi 2019, Hotel 2020, Malediven. Ja, Mann. Hier ist es geil. Servus. Ah, hier sehen wir alle Stockwerke, ne? Ah, ja. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Halte. Hinter der Schlüsseltür. Schlüsseltür? Warte mal. Die hier? Nee. Hm. Hm. Muss ich mal gucken. Meinst du hier irgendwas? Ah, nee, oben war auch noch eine, ne? Oder ist hier eine? Nee. Nee. Ich muss mal gucken. Luigi muss los. Ja, er hat jetzt genug Geld. Er kann jetzt auf die Malediven. Outlast 3 ist einfach so. Es ist heftig. Ach, da, ne? Nee. Hier ist eine Schlüsseltür. Was ist das hier? Kann ich das öffnen? Nee. Hm. Warte mal, ein Hotel? Ja. Ist das Hotel Mario? Ja, das ist Hotel Mario. Ah, hier können wir rein. Der Schlüssel verschwindet. Und dann können wir da rein. Staubsauger muss ich holen, warte. Warte. Ah, Staubsauger. Oh mein Gott, Professor Igitt. Was passiert, Junge? Professor Igitt. Pius, gibt es eine Angstphobie? Ja, gibt es. Was ist los, Professor Igitt? Professor Igitt! Wir müssen ihn da rausholen, Leute, das geht so nicht. Da brauchen wir diese Y-Lampe, die haben wir noch nicht. Nee. Nico ist wieder da, servus. Da brauchen wir diese andere Lampe aus dem zweiten Teil. Pius 4 hat eine sexuelle Neigung zu Staubsaugern, ja, auf jeden Fall. Sehr geile Dinge auf jeden Fall. Das heißt Saugstauber. Ah ja. Hundi, hast was gesehen? Ah, Geld, was durch die Tür fliegt, man kennt's. Nico, ich habe meinen ersten Kampf hinter mir. Meinen ersten Kampf habe ich hinter mir, Junge. Bin so stolz auf mich. Gehen wir mal zu unserem Doggy. Doggy, ich komme. Oder auch nicht. Doggy, mach mal die Tür auf. Julia, servus. Hier ist ein Spiegel. Erstmal die Klamotten von Julia einsaugen. Alles einsaugen. Bam. Da habe ich ewig gesucht. Gesucht, okay. Den Schlüssel oder was? Ui. Geld. Ein Kristall. Ah ja. Ein grüner. Achso, für jedes Stockwerk ein anderer. Eine andere Farbe und so. Ah ja. Ein Geldsack. Wie viel Geld ist das bitte? Schon gleich 2k. Einfach alles einsaugen. Abriss! Komplett! Ah, sehr geil. Einfach alles zerstören, Leute.
Hier ist die Bonnie, ja, in der Tat. Gut, hier war jetzt kein Schlüssel, da ist die Karte. Ah ja, wo sind wir denn gerade? Ach, da, wo markiert ist, ist ganz klar. Der Doggy ist aufs Klo gegangen. Wir waren jetzt gerade in so einem... Ja, keine Ahnung, da ist eine Bombe gefühlt. Da oben ist Essen, da ist die Küche. Ja, sehr schön. Da war... Oh, Geld! Also bisher läuft's mit der Steuerung ganz gut, würde ich sagen, Nico. Mhm. Hallo. Jetzt kann Luigi seine Miete bezahlen, ja, Mann. Oh, shit. Ja, ist ganz geil. Er kommt nicht durch. Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Hinter dem Bild ist ein Tresor. Welches Bild? Bruder, welches Bild? Ich verstehe es nicht. Nein, noch habe ich ja nicht viele Knöpfe. Und dann meinst du das Bild hier. Hm. Da können wir noch rein. Vielleicht. Hallo Doggy. Ich habe aus dem Laden. Doggy? Hä? Ist er da drin oder was? Was will denn der von mir? Mit der Apfelsaft? Ja, und jetzt? Hey, jetzt macht der... Ah ja, da kommen wir noch nicht rein. Kommen wir nochmal raus? Nö. Ach, wir kamen von da, ne? Ah ja. Ja gut. Such einfach danach, okay. Ich werde es machen. Komm in Keks? Nö. Hallo? Hallo? Ja, gut, da können wir noch nicht weiter, ist okay. Also es muss was mit diesem Raum zu tun haben. Hallo Lemuas, Servus. Und Nick Games, moin auch an dich. Moin. Ah, der Spiegel. Was? Okay. Ich dachte, durch den Spiegel wird das das Licht und so reflektiert und so. Okay. Ja gut. Da ist er, der Key. Den brauchen wir, um in den Raum zum Doggy zu kommen. Leon, siehst du, Nico? Ich hab's schnell geschafft, ne? Ich bin Profi. Oh, hallo Geist. Er hängt Plakate von Luigi auf. Ah ja. Hallo. Servus. Oh Gott. Beide gleichzeitig. Okay, kommt her. Wo sind die? Kommt her. Tschüss. Hallo, ich bin einfach Profi. Du hast es dir auch sagen lassen. Ich habe es allein herausgefunden. Was für sagen lassen? Das war ja klar, dass ich da nochmal rein muss. Falls es nirgends weitergeht. Erstmal alles wegmachen. Die Beweise vernichten, Leute. Ganz wichtig. Tschüss. Alles muss weg. Alles muss raus. Die geben eine Fahndung raus mit Geld. 1000 Euro, wer Luigi findet. Okay, habe ich nicht so genau gelesen, Nico. Ich muss mich ja konzentrieren. Oh, was geht hier ab? Erstmal den Dreck wegmachen. Oh Gott, ja, das ist auf jeden Fall Dreck. Die blöden Mäuse gehen weg. Bin ich noch da? Ne, ich glaube, die sind echt weg. Ey, das ist so geil hier, ne? Hallo, einsaugen. Das ist echt so geil, ne? Genauso wie in der Demo. Richtig spaßig. Doggy, was geht? Der Blick vom Hund gerade. Bin kurz weg, alles klar. Oh, was ist da denn schönes drin?
24 Stunden Stream? Nein, bin auch gehypt. Ja, ist einfach geil, ne? Wir haben unsere Lampe gefunden. Sehr gut. Damit können wir Professor Igitt retten und das Geld holen. Oh yeah. Ey, das Spiel ist interessant, dass es einfach kaum eine Story gibt, ne? Story. Kaum ein Tutorial und so. Das ist sehr interessant diesmal hier. Sehr interessant gelöst. Oh ja. So, und Mulder bin ich auch dabei. Nice. Oh, da ist eine Spinne. Hallo? Was ist mit der? Yeah! Alles muss zu mir. Ist da noch eine Truhe? Ja. Ehre. Ah, ist das geil. Und die Musik dazu, ne? Richtig episch. Mach mal auf. Ah, da ist gar nichts. Okay, da ist nichts. Richtig nice. Gut, ab zu Professor Igitt. Wir müssen los. Da ist er. Hol ihn raus. Servus. Er sieht genauso alt aus wie immer. Ah ja. Er wird einfach nicht mehr älter. Hallo. Was machst du überhaupt hier? Was ist dein Anliegen? Alles klar, Nico. Oh, da haben wir doch Luigi. Was hast du denn hierher verschlagen? Wie hast du dich denn hierher verschlagen, Junge? Egal. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Servus. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. Alles klar. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern, ergreift mir lieber die Flucht. Was sagst du da? Deine Urlaubsleiter sind alle so in Bildern gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht mehr im Stich lassen, meinst du? Ja. Da hast du dich nicht du hast dich nicht geändert. Leider hat man es nicht mit. Leicht hat man es mit dir nicht, Alter. Lern reden, Junge! Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, haha, aber ich, Professor Emanuel, okay, Git, habe eine Idee, hau raus. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto, zu deinem nagelneuen Benzer, ah ja. Hey, der neue Schreckweg Flu, den du da trägst, den hast du doch aus meinem Auto, oder? Das war dein Auto? Okay. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage, alles klar. Aber Leute, ganz wichtig, mein Staubsauger. Den brauchen wir auf dem Weg. So. So. Wir müssen immer gewappnet sein für einen Überfall. Wie der geht. Guck dir das an, ey. Bruder muss los. Und moin an alle. Servus. Wie der geht, ey. Bruder, lass mich nicht alleine. Komplett lost, der Typ. Wie immer eigentlich. Abriss. Bestes. Bester Moment im Spiel auf jeden Fall. Super. Komm in die Gruppe, was hast du zu verlieren? Genau. Wie der geht. Musst du los. Hey Luigi, sieh dir das da drüben mal an. Ja, was ist denn da los? Schon wieder. Das habe ich gerade weggetan. Ah ja, Aufzug. Jo. Morgen ist Feiertag. Oh ja. So, alles wegsaugen.
den Scheiß. So. Mach doch weg. Okay. Was lohnt sich mehr, Landwirtschaftssimulator 19 oder Staubsaugersimulator? Ich würde sagen Staubsaugersimulator, bestes Spiel. Kann ich empfehlen, ist richtig gut. So, ab in den Aufzug. Ja wie, der ist belegt oder was? Ah, müssen wir runter. Last End. Kann er jetzt rennen? Ne, der rennt immer noch nicht, der Typ. Der rennt immer noch nicht, der Typ. Luigi, ich hatte doch gesagt, dass der Aufzug da drüben ist. Ah, Gott. Die Stampfattacke. Ich hab Demenz. Die Stampfattacke. Genau. Luigi, sieh mal, das ist Geld und zwar jede Menge. Oh ja. Ja, die Geister haben einfach keinen Bock auf Geld, ey. Ich merk das schon. Es lohnt sich viel Geld zu sammeln. Ah, da sagst du mir was, ey. Staubsauger. Ah, bester Staubsauger auf jeden Fall. Hallo Marco, was geht? Bei einem schönen Laden, der Ehre hat. Oder das Geld. Geld bringt dir eh nichts, das zu sagen, weil jeder Laden ist eh anders. Der eine verkauft, der andere nicht. Und außerdem hat der musste erst verkaufen, weil morgen ist einfach Feiertag. Heißt der Laden zu, also war schon sehr sinnvoll. So ab. Was zum? Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Was ist denn hier los? Hallo JJ, was geht? Wer spielt denn jetzt bitte Pokémon? Was ist los bei dem? B1. Ah ja. Ja, dann ab nach B1. Ah ja. Geld, jede Menge. Mir gefällt's. Mir auch. Es hatte mich nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir auf der Fall war. Nee, die sind nur woanders. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegenden Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Sie werden die Aufzugsknöpfe benötigen. Ja. Wahrscheinlich, pro Knopf ein Boss. Würde Sinn machen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Das Bild geht kaputt. Ach, kann ich den rausholen? Ja, kann ich! Hallo, Kristall! Yeah! So, moin! Exquartier geht mal, doch! Okay, dann halt nicht. Hier sind wir falsch, alles klar. Sind wir hier richtig? Ah. Oh mein Gott, da ist ein Geist! Nimm den Staubsauger! Nimm den Staubsauger, Junge! Was macht denn der jetzt? Garagenboss, ja, glaube ich auch, ey. Der greift uns mit Koffern an. Lol. Oder? Ich glaube, es hackt. Oh. Wo ist der Typ? Komm her, Junge. Der Bosskampf, genau. Aber bitte nicht spoilern vorher, Konstantin. Hast du schon vorher geschrieben? Muss nicht sein. Ich sehe es ja dann eh. Nein, Pius, hast du mich eingesaugt. Ja, Logo liked. Ja, schon, ja, Mann. Da hast du gewartet. Junge. Der wirft mit Koffern. Geh weg. Ist der irre? Was ein Keck.
Nimm das! Tschüss! So, komm her. Wo bist du? Da ist die Git. Wo ist der Typ hin? Hallo! Ah, moin! Komm doch her! Ich mach dich fertig, Junge! ...103 hat er noch, okay. Ja, der braucht jetzt ein bisschen. Du hast immer noch kein Markatur gespielt, oha. Warum denn das, Ronny? Was ist denn da los? Kollege? Scheiße! Okay, so schwer ist er ja nicht. Ah, der ist auch schon tot. Ha! Hauptsache die Mütze mitnehmen, oh Gott. Gehen jetzt ab. Zwei Knöpfe sofort. Oha. Ja, Mann! War das jetzt der erste Bosskampf? Anscheinend. 1 und 5. Ah. Gerade ist meine Düse abgegangen vom Rohr. Ja, moin. Man kennt's. Optimal. Hoho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist die Stibitz hat? Ja, ich nicht. Aber es sind ja nur zwei. Ob da wo irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Ich glaube nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Fünf weiter anfangen. Ja, unser Hotelzimmer. Nun, das soll uns jetzt nichts kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem nagelneuen Bänder. Jo, machen wir das. Luigi vergewaltigt Geister mit dem Staubsauger. Ja, das muss verboten werden, Andi, hast recht. Los geht's! Ab zum nagelneuen Bänder. Ja, sehr schick auf jeden Fall. Sehr geil, ja. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ist das eine Saßkugel? Ja, ist nicht so ganz rund, ne? Nicht so ganz rund. Saßkugel? Saßkugel. Bam bam! Bam bam. Ah ja. Was ist das jetzt? Oh mein Gott! Ein Pokémon-Ei! Was ist das denn? Das ist eine Geheimbasis. Im zweiten Teil war sie ja irgendwo draußen. Und jetzt ist sie einfach in der Garage eine Kuppel. Wie bei SpongeBob mit Sandy. Die ist doch so, oder? Die hieß schon, oder so, oder? Schreibt's im Chat, Leute. Die hieß das so, oder? Bin ich jetzt doof, das Eichhörnchen? Area 51, ja, auf jeden Fall. Area, Leute, wir sind da. Jetzt sehen wir uns die Aliens an. Ja, nice. Sieht aus wie im zweiten Teil, aber okay. Ja, sehr nice. Hehe, willkommen in meinem Labor. Servus, moin, und ich bin's, der Igitt. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Ja. Oh, ich dachte, das wäre Luigi, Van Goppen, der Asi, keine Ahnung. Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit herbeigebracht habe. Hierher gebracht habe, ja. Geil, ne? Wie der guckt, ey. Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Hau raus. Ich hab mich hereingelegt. Ah, dich auch? Okay. War das jetzt Sandy? Kannst du mal einer schreiben oder bin ich doof?
Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Ja, wir auch. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Oh Gott. Bist du doof oder was? Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich von sich hält, ein so verlockendes Angebot widerstehen. Ja. Also nahm ich die Einladung an und kam hier einfach mal rein. Und das war eine Falle. Ja, belastend, ne? Ja, das war Sandy, der Schwamm hieß aber Patrick. Das weiß ich. Also Demenz habe ich ja noch nicht. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Ach du Scheiße. Sie haben alle Geister. Bist du doof? Ah, damit sind auch alle die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hast, ja. Auch König Buu. Bist du doof? Er ist so dumm, der Typ. Was? König Buu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Ja. Diese Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du musst jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Okay, machen wir. Logo-like, hau rein. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Ah ja. Ja, dann mach mal, Luigi. Mach mal. Ist das einfach wie im zweiten Teil, ne? So weit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk dran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Jo. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Jo, mach das. Es ist einfach das Bessere vom zweiten Teil, ne? Im zweiten Teil waren diese ganzen Missionen. Das fanden viele nicht so geil, ich auch nicht so wirklich. Und jetzt ist einfach wieder der erste Teil am Start. Sehr gut. Hm, warum guckst du komisch, Luffy? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Eine Karte oder so? Oh, natürlich, du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Dann hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Ah ja, die, ja, Toad, ne? Toad! Aber egal, du musst das Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern oder nach Knöpfen. Ganz wichtig. Großartige Erfindung. Oha, hau rein. Zeig's mir. Der Virtual Boo. Oder kurz VB. Ah ja. Den kennt man. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtuelle Reality eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Oh Junge. Wart's ab. Geil. Ah ja, das ist also unser neuer der Virtual Boo. Ja, ich muss los, Junge. Ich muss los, tschüss. Oder auch noch nicht. Das ist geil. Okay, also das ist unser neuer Nintendo DS, da auch Game Boy im ersten Teil. Mit dem können wir talken, also wie das Handy. Ah ja. Jo, machen wir später. Kein Stress. Drücke Plus, um einen Blick auf den Virtual Boy zu werfen. Ah, da können die Aufgaben sehen und so. Okay, alles klar. Ah, ich habe noch etwas für dich. Oh, was kommt jetzt? Diesen Detektor Graphen sollst du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Ah ja. Was auch immer das ist. Junge, das habe ich gerade gefragt. Okay. Einstellungen, was kann man da so machen? Helligkeit. Nee, passt schon so. Ah, hier kann man ein bisschen was einstellen. Ah ja, ich lasse es mal alles so, wie es ist. Galerie.
Ein Geister. Der Schlingel. Muss los. Ah ja, mehr können wir da nicht machen, okay. Ah ja. Juwelen. Da haben wir eine. Ah, da haben wir noch mehr. Ah ja. Für jedes Stockwerk andere. Sehr nice. Sehr nice. Und da ist noch der Mehrspieler. Ah, da gucken wir mal ganz kurz rein, Leute. Speichern. Wo kann ich speichern? Na, keine Ahnung. Oh, doch, jetzt speichert er kurz. So. Jetzt will ich den Multiplayer mal kurz angucken. Genau. Was kann man da machen? Geisterjagd? Ich guck mal. Ah, ich liebe die Musik. Ich auch. Ich will doch Online-Multiplayer, Junge. Also das ist anscheinend noch nicht da oder so, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt noch was dazu, glaube ich, ja. Da kommt noch was dazu, glaube ich. Was ist denn das für ein Shop hier? In-App-Käufe! Hallo? Ich komme da noch gar nicht hin. Es klappt noch gar nicht. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit dem Let's Show zu Luigi's Mansion 3. Prost! Morgen kommt's raus und die erste Stunde, oder? Ja, ne? Anderthalb Stunden ungefähr. War schon sehr spaßig und ja, weiter will ich euch aber auch erstmal nicht spoilern. Die meisten wollen sie, denke ich, auch selber noch spielen. Deswegen, ja. Morgen machen wir auch einen Stream, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, was wir da machen. Eventuell machen wir ja irgendwie weiter, aber ich will es auch privat ein bisschen spielen. Und vielleicht machen wir einen Multiplayer oder so. Mal gucken. Wir sehen uns. Euch einen gruseligen Abend noch. Morgen kommt es raus. Einige spielen zum 0 Uhr, wenn sie es digital kaufen. Und ja, wir sehen uns. Daumen hoch, abonnieren. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Toads. Und das Spiel ist richtig nice. Das war die erste Stunde ungefähr. Danke an Sam für die Spende. Und allein diese Grafik ist so geil, ne? Ist einfach richtig geil. Und ich freue mich auch auf den Multiplayer mit euch demnächst. Tschüss, ihr Toads. Gute Nacht. Und immer schön mit dem Staubsauger durch die Bude rennen, Leute. Es kann immer sehr gefährlich sein. Immer den Staubsauger haben. Ganz wichtig. Der heilige Staubsauger. Tschüss.